Guten Morgen und willkommen zum Gospel Loft heute Morgen. Wir kommen zum zweiten Teil in unserer Studie, damit wir etwas besser verstehen können über die finsteren Mächte dieser Welt. Ich habe einen Titel ausgesucht, aus dem Himmel geworfen. Und wir kommen zum ersten Vers in unserer Bibel, in unserem Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, steht da geschrieben. Und ich möchte hier einen Gedanken einflechten oder eher eine Frage. Der erste Vers weist auf eine Schöpfung hin und sicherlich war diese Schöpfung gut. Denn was auch immer Gott gemacht hat, hat er doch gesagt, es sei gut. Dann aber im zweiten Vers sehen wir Materie, die wüst und öde ist und eigentlich einer Zerstörung ähnlich sieht. Und das lesen wir im zweiten Vers unserer Bibel. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Es gibt hier theologische Gedanken, die darauf hinweisen, dass Satan, als er erstmals aus dem Himmel geworfen wurde, diese Schöpfung zerstörte. Und man nicht wisse, wie viel Zeit vergangen sei zwischen den ersten zwei Versen in unserer Bibel. Es wäre dann vom zweiten Vers an das, was die Menschheit betrifft, ins Leben gerufen. Es wird oft von einer vorherigen Schöpfung gesprochen. Wir finden jedoch absolut keine biblischen Beweise dafür und wir lassen es deshalb zur Seite und nennen es eine Möglichkeit, eine Meinung. Ich nenne es nur, weil wir oft solche Themen auf uns zukommen lassen. Und sie werden gemacht und die Prediger predigen es manchmal als absolute Wahrheit. Aber ich erwähne es nur zur Vorsicht. Aber lasst uns zum ersten Vers zurückgehen und das Wort Himmel betrachten. Das Wort in der Originalsprache ist Shamayim. Und deutet in der Endung auf eine Mehrzahl hin. Paulus spricht von einem dritten Himmel. Und das in 2. Korinther, Kapitel 12 und Vers 2. Und wir wollen es lesen. Ich kenne einen Menschen in Christus, steht da geschrieben. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt, bis in den dritten Himmel. Gibt es einen dritten Himmel, muss es auch einen zweiten und einen ersten Himmel geben. Was allgemein geglaubt wird, ist, dass das, was wir blau sehen, also die Atmosphäre, das ist der erste Himmel, wo die Wolken und der Regen herkommen. Das dunkle Weltall ist dann der zweite Himmel. Und diese zwei Himmel sind zeitgebunden. Der dritte Himmel besteht in der Ewigkeit und ist Gottes Wohnsitz. Er ist nicht zeitgebunden. Wir sahen es in unserem letzten Kommentar beschrieben, in der Offenbarung, Kapitel 12 und Vers 10. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher auch Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Ja, er wurde aus dem Himmel, aus dem dritten Himmel geworfen. Aus diesem Vers entnehmen wir den Gedanken, dass Satan aus der himmlischen Ewigkeit verbannt wurde und in das Gefängnis der Zeit seines Final, und in dem Gefängnis der Zeit sein finales Urteil erwartet. Darüber lesen wir im Buch oder im Brief von Judas. Und es hat ja nur ein Kapitel, so ist es, ist dann Vers 6. Und die Engel, die ihren biblischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten, mit ewigen Banden in der Finsternis. Satan bewegt sich aber nicht nur auf unserem Planeten, sondern er bewohnt
auch den zweiten finsteren Himmel, das Universum. Wir lesen es im Epheserbrief. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das Wort Welt wird aus dem griechischen Wort Aion übersetzt und reicht viel weiter als unsere Erde. Es schließt das Universum und fast endlose Zeit ein oder einen beschränkten spirituellen Zeitabschnitt. Diese Mächtigen und Gewaltigen, die herrschen über ganze geografische Teile unserer Erde, über Länder, über Meere, Kulturen, Religionen, Städte und Dörfer, Täler und Alpen. Sie sind organisiert, gegen die Menschheit aufzutreten. Satan ist der Anführer dieser Horden. Und wir sind das Ziel ihrer Zerstörung. Sie hassen die Menschheit, weil sie den Engeln in der Ewigkeit den ersten Rang weggenommen haben. Und dann kommt der zweite Untertitel. Die zwei geistlich gegenübergestellten Königreiche. Ich möchte hier ins Neue Testament greifen. Und zwar Matthäus 12 und Vers 24. Und da steht geschrieben, aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, er treibt die bösen Geister nicht anders aus, als durch Beelzebul, ihren Obersten. Ja, es war allgemein bekannt im Alten Testament, dass es einen Satan gab und dass er zusammen mit seinen gefallenen Engeln die Menschheit bedrohte. Ja, da war eine Hierarchie vorhanden mit einem Obersten. Im Vers 26 sehen wir dann, wie ein Reich besteht, welches durch Satan angeführt wird und regiert wird. Also wir lesen dann im Vers 26, wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann sein Reich bestehen? Ja, er hat ein Reich. Hier haben wir das Reich des Bösen und seine Existenz beschrieben. Aber dann kommen wir zwei Verse weiter zum anderen gegenübergestellten Königreich, dem Königreich Gottes. Und Vers 28, da lesen wir, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier wird die Armee Gottes erweitert im Neuen Testament durch die wiedergeborene Menschheit. Das Schlachtfeld ist vorbereitet und der Kampf ist angesagt. Es geht hier um die Beute, nämlich um die unerlöste Menschheit. Wohin kommt sie? Kommt sie in das Reich des Teufels oder in das Reich Gottes? Aus diesen wenigen Versen heraus sehen wir schon, wer die Übermacht hat und die Autorität besitzt. Und hier ist ein Vorgeschmack zu dem, was noch kommen wird. Vers 22. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht. Der war blind und stumm und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah und alles Volk entsetzte sich und fragte, ist dieser nicht Davids Sohn? Ich habe das Wort Besessener unterstrichen. Weil hier kommt etwas Dämonisches zum Vorschein. Aber es erinnert uns an die Geschichte Davids als Jüngling. Israel wurde konfrontiert und bedroht durch den Philister, den unbeschnittenen Goliath. Und David, ein einfacher Hirte, er ergriff die Initiative und forderte den Riesen heraus. Die Geschichte ist ein Gleichnis der bösen Mächte gegen die Menschheit und David wird zum Vorschauen der wahren Gemeinde Gottes. Und wir wollen es lesen im 1. Samuel und Kapitel 17, Verse 36 und 37. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen, wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach,
der Herr, der mich vom Löwen und vom Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Das Reich der Finsternis, ja, ist organisiert. Und wir gehen zurück zum Epheserbrief, Kapitel 6 und Vers 12 in der Elberfelder Übersetzung. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider Fürstentümer, wider die Gewaltigen, wider die Weltherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Hier haben wir etwas schon zuvor gesehen, dass der Kampf im Raum des Ungesehenen geschieht. Und dieses Mal wollen wir uns die Positionen dieser Gewalten ein bisschen näher betrachten. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Kampf ein Kampf um die verlorene Menschheit ist. Unser ewiger Bestand ist hier primär im Spiel. Und dann kommen wir zum ersten Teil, Fürstentümer. Fürsten regieren über Ländereien, haben politische Macht, sind wirtschaftlich verwickelt. Unsere Länder werden regiert von meistens gottlosen Personen, getrieben, geführt und inspiriert durch dunkle Mächte. Politik bestimmt unsere Gesetze und bestimmt über wer Zugang hat zum Honigfass. Das sind die Steuergelder. Wir sehen es oft schleierhaft in den Korruptionsskandalen weltweit. In jeder Machtperson ist ein böses Gedankengut vorhanden. Und diese Güter sind inspiriert und geformt durch unsere Schulung von klein an. Die geistlichen Fürstentümer stehen hinter den weltlichen und sind auf jeder Ebene organisiert. Über den geografischen Orten, da sind die Gewaltigen gesetzt. Wir dürfen hier nicht in konspirative Einflüsse hineindenken, sondern uns auf das beschränken, was die Bibel ausspricht. Ganz oben über die Finsternis hat sich Satan gesetzt als der oberste Gewaltige. Sein Angriff ist auf drei Pfeilen aufgebaut. Er hat sie auch an Jesus angewandt, in der Wildnis, als er versuchte, den Sohn Gottes zu versuchen. Der Stolz des Lebens, die Lust des Auges, die Lust des Fleisches. Und hier finden wir einen Text dafür in 1. Johannes und Kapitel 2 und Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben oder der Stolz des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Ja, es ist Genuss. Die Menschen lieben Genuss. Ferien, Fressen, Saufen, Frauen, der Urlaubstraum der sündigen Masse und viel mehr. Mach Brot aus diesen Steinen, sagte Satan an Jesus. Dann ist dein Hunger gestillt. Das zweite ist die Begierde. Was ich sehe, will ich haben. Alles, was dem reichen Nachbarn zukommt. Alle Königreiche dieser Welt will ich dir geben, sprach der Satan zu Jesus. Beuge dich nur ein bisschen vor mir. Nein. Und dann kommt das dritte, das Ansehen. Macht, sei es religiös, sei es wirtschaftlich oder politisch. Es ist einfach inspiriert durch die Finsternis. Er wollte Jesus zum Superman machen. Spring von dem Tempel und alle werden dir folgen und dich verherrlichen. Das ist das Handbuch der Gewaltigen. Und sie geben es an jeden Dämonen weiter. Und dann kommen wir zu den Weltherrschern der Finsternis. Und Daniel beschreibt die Situation in seiner prophetischen Weltgeschichte. Wir sehen es aber im weiteren Sinne schon von Kain, von Nimrod, von Pharao, Ahab, Nebukadnezar, Darius, Alexander, Antiochus, Herodes, Nero, die Päpste, die Zaren, Napoleon, Hitler, Stalin und viele mehr sind Beispiele von Weltherrschern, welche durch dunkle Mächte geführt wurden.
Und diese Art von Politik ist das Tor zur Finsternis. Es sind die Mächte der Bosheit. Hier sehen wir einen weiten Fokus auf diesen Dingen. Es geht hier um geistliche Mächte in himmlischen Örtern. Von da aus üben sie ihren Einfluss auf verschiedene Orte auf Erden. Gewisse Gebiete werden heimgesucht durch Krankheiten und Pest, andere durch Armut und Hungersnot, einige durch Naturkatastrophen, andere durch Krieg und Unruhen. Und wir in Europa werden heimgesucht durch Gottlosigkeit und falschen Intellekt. Das beschreibt mehr oder weniger die organisierte satanische Welt. Aber das nächste Mal wollen wir den Kampf der Engel beschreiben. Denn es geht nicht um Gott und Satan. Gott hat schon gewonnen, bevor der Krieg begann oder entstand. Gott wird ewiglich gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch.